Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von der FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Jetzt war ich gerade selber im Kopf durcheinander. Heute gegen Hannover 96 am 11. Spieltag. Wir spielen heute gegen Hannover und die sind gerade auf der Tabelle auf dem 14. Tabellenplatz. Und da sieht es ganz gut aus. Unsere Mannschaft, wie wir heute auflaufen, ist komplett geändert. Komplett. Bis auf eine Position und die ist vorne im Sturm. Robert Lewandowski spielt von Anfang an. Sonst komplette neue Elf auf dem Platz anstatt gegen die was im DFB-Pokal gegen Bremen gespielt hat. Aber das könnte man, müssten wir eigentlich genauso packen in den 14. in der Liga. Ja, was ich auch noch sagen will, ist, ja, ihr habt vielleicht auch schon alle mitbekommen, ich habe gestern die 100 Abonnenten erreicht und da bin ich sehr stolz auf mich selber, ja. Aber es wird ja am Samstag ein Livestream geben. Ja, aber damit ich es weiß, dass ihr es wirklich wollt, schreibt es auch nochmal hier in die Kommentare. Oder ihr geht jetzt einfach auf meinen Kanal und da steht dieses Danke an 100 Abos. Und dann klickt ihr drauf und da schreibt es unten in die Kommentare. Weil dann, naja, keine Ahnung warum, aber einfach so. Ja, und dann wisst ihr auch wann, an welchem Tag, ja. Aber naja, es ist auch nicht so wichtig. Wir reden hier weiter jetzt über das Spiel. Und ja, ihr könnt ja auch jetzt werde ich mal einblenden. Meinen Zweitkanal werde ich da oben bei dem i werde ich oben mein Zweitkanal verlinken und vielleicht unten in der Videobeschreibung ist er natürlich auch drinnen. Da könnt ihr auch draufklicken an beide Handy-User und an die PC-User, die können ja beide auf beides klicken. Aber jetzt starten wir erstmal gegen Hannover rein und schauen, was abgeht. Und es könnte vielleicht sein, dass ich jetzt vielleicht mal schneide und simuliere. Ja, Spiele, die jetzt nicht so wichtig sind, wie jetzt dann zum Beispiel, wie jetzt gerade simulieren können. Aber das mache ich erst ab nächster Folge. Wenn ihr es wirklich wollt, schreibt mir das hier in die Kommentare, dann weiß ich es. Und ja, und go, go, go. Auf geht's in der heimischen Allianz Arena der FC Bayern München gegen Hannover 96. Das müssen wir sogar packen, weil sonst. Okay, müssen tun wir gar nichts. Auch wenn wir mit der sozusagen B11 auflaufen. Ja. Genau. Wir laufen mit der B11 auf die Aufstellung. Habt ihr ja schon gesehen. Schauen wir uns dann auch noch mal ganz kurz die Aufstellung von Hannover 96 an. Schau mal, was sich da viel verändert hat. Das habe ich mir jetzt eigentlich nie wirklich gemacht, die Aufstellungen angeschaut. Radlinger ist im Kasten, sonst eigentlich nicht wirklich viel geändert. Ja, vielleicht noch der Linksverteidiger ist noch anders. Aber wir haben die beste Abwehr vor Mainz. Eieiei. Dortmund hat 11 Gegentore kassiert. Das ist sehr viel. Wir haben nur Ter Stegen im Kasten. Hätten wir bestimmt Neuer im Kasten, Alter, dann hätten wir 0. Aber wir starten rein gegen Hannover 96. Jetzt muss es los. Jetzt muss es abgehen heute. Heute muss es so richtig schön abgehen. Dann sieht es ein bisschen nicer aus. Oh, Rode. Da Außenbahn läuft Philipp Lahm. Der kann man die Flanke mal bringen. Die war nicht schlecht, aber Radlinger ist da. Der Radler. Und radelt mal ein bisschen. Und radelt er dann, der Radlinger. Der mag halt so, mag das Radeln halt so gerne. Deswegen heißt der Radlinger. Hey, das hat sich so behindert, aber na, eigentlich gerade. So, Ter Stegen abgerollt, ganz ruhig, ganz gechillt. So, Sahne.
Leroy Sané auf Lewandowski. Der wird da nicht von den Beinen geholt. Kann man auch anders da pfeifen. Ne? Süle, Süle auf Badstuber, Badstuber auf Philipp. Der auf Robin und Robin. Der kann eigentlich laufen. So, komm auf Mandzukic und jetzt kannst du Robben schicken. Weil Robben einfach ein Biest ist. Und keine Ahnung, warum er den Trick nicht macht. Ihr habt ja gehört vielleicht. Ich hab den Trick eigentlich hier. Wie oft habe ich den jetzt gedrückt? Dreimal? Viermal? Weiß es nicht. Aber wir bringen jetzt mal hier die Flanke und da wäre wieder mal ein Zug jetzt gestanden. Der steht da gerade ein bisschen Kopfball mehr in der im Zentrum als der Robert Lewandowski. Der macht es da mal ein bisschen mehr von hinten, obwohl wo Levi eigentlich unser Stoßstürmer ist. Keine Ahnung, was der jetzt da hinten im. Weil der auf der Auswechselbank will, ob der auswechseln werden will oder so. Man sagt halt so, ja Leute, ich will gegen Bayern nicht spielen, ne? Lass mich mal draußen kurz, du. Keine Ahnung, was ich da mache. Jetzt hat verliert Sahne hier den Ball. Badstuber musste jetzt eigentlich hin. Die Flanke ist richtig gut. Aber Ter Stegen macht es richtig böse stark. So, Mario Götze. Der, was sein Real Life jetzt halt schon beim BVB spielt. So, nochmal nach außen. Hat nicht ganz geklappt. Schade. Robin auf Lahm. So, Robin. Ah, der wäre nicht schlecht gewesen vom Lahm. Aber da ist er halt der Prip da. Batz nochmal weggerätschen einfach. Komm, geht schon. Gib mal ein bisschen heute lässiger. Ein bisschen lässiger. Ja. Aber man heute gar nicht wirklich sagen kann eigentlich, ja. Wenn man es heute wirklich nicht sagen kann, dass heute echt eine B11 ist oder so. Aber trotzdem ist es für mich gerade irgendwie so eine B11. Keine Ahnung, wir haben halt sehr viele junge Spieler mit drinnen und es ist. Da sieht man es auch, dass man halt manchmal sehr viele Fehler macht, aber es hätte Süle richtig stark gemacht gegen Ben Schop. Ja, das hätte er stark gemacht, du. Na, Süle läuft da nochmal. Ah, das war sehr knapp. Läuft er gut raus aus der Verteidigung und stellt dann Ben Schop schön in die. Zack, nochmal ein Spin. Behält den Ball. Spin in die Mitte. Levi. Okay. Wenn ich schießen will, sage ich es dir. Okay, Levi? Nicht einfach schießen, nur weil ich die Schießen-Taste drücke und dann die Pass-Taste drücke. Heißt es nicht, dass du einen Schuss abfeuern musst, sondern einen Fake-Shot machen sollst. Und nicht denken sollst, ja, ich schieße jetzt einfach mal, weil ich ein cooler Typ bin. Und ja, jetzt, der wäre jetzt nicht schlecht gewesen auf Levi. Aber da steht die Innenverteidigung von Hannover 96 gar nicht so schlecht. Ah, der war wieder zum Lesen war der einfach. Der war einfach schon zum Lesen, dass der Ball da so kommt, ja. Der war auch. Ja, Rode, nicht nach hinten joggen, sondern nicht nach vorne schauen, weil vorne ist der Ball nicht. Ball ist hinten in den eigenen Reihen. Gerade jetzt hat wieder, ja. Robbe macht es gut. Spielt auf Götze. Götze, jetzt. Außen auf Sahne. Na, schon wieder schießen sie. Warum schießen die immer, Alter? Wenn ich die Kombination so mache, dass ich einen Fake-Shot machen will, dann will ich einen Fake-Shot machen und nicht einen Schuss. Meine Güte, ist das so schwer zu verstehen, ey. Ich glaube schon, weil das macht Robben eigentlich da jetzt im Zentrum. Ist jetzt Robben unser Zentrumspieler oder was? Und Philipp Lahm unser Flügelmann. Der neue Flügel. Aber das macht es halt echt nicht schlecht, Robben. Ach komm, Mann, zu. Wir haben jetzt schon die 41. Spielminute und steht einfach immer noch 0-0. Das ist schon echt komisch eigentlich, ja. Heute bin ich echt ein bisschen müde halt auch, ja. Aber es davor ist noch, keine Ahnung, nur eine halbe Stunde oder so ist geschlafen einfach, weil ich einfach eingenickt bin. Bech holt sich hier sogar noch den Ball. Und es gibt Abstoß, ja. Hat die Hannover, Rana, die machen das hier echt nicht schlecht. So, jetzt halt aber, komm.
Gibt's ein bisschen Action von Philipp. Okay, dann halt nicht. Ist keine Action von Philipp. Ist okay, Shiri. Habe ich verstanden. Meine Güte, Shiri. Er ist Robben. Schauen wir mal hier kurz die Spielstatistik an, ja. Wir sind nicht gut im Team heute. Wir sind nicht heute im Lauf. Wir sind heute nicht im Lauf. Wir müssen jetzt echt zu Hause dieses Spiel gewinnen, weil sonst... Nee, sonst geht es einfach gar nicht mehr, ey. Es geht einfach nicht, dass ich das Spiel hier jetzt irgendwie 0-0, 1-0 nur gewinne oder... Ah, okay, 1-0 geht ja noch. Aber dann 1-0 verliere oder, keine Ahnung, 2-1 verliere. Ah, Sahne kann laufen. Ja, dreh halt um, Sahne, Alter. Anstatt sich da so... Ja, kämpfe ihn die ja nicht. Ja, das ist ja nichts. Bartstuber kriegt ihn nicht wirklich weg. Und da kommt er nicht hin. Oh, Willems, Rode. Sahne, jetzt, komm. Du bist schnell. So, Red Jethro Williams. Warum? Warum, Junge? Warum ziehst du nach außen? Zieh doch in die Mitte, Alter. So schwer ist es nicht, in die Mitte zu ziehen. Ich hasse es einfach. Das ist einfach manchmal... Das ist die Spieler manchmal wirklich machen, was sie wollen. Und nicht so machen, wie ich das will oder sowas. Hey, Alt, hallo Philipp, du sollst die 5 Kilometer erstmal nach hinten laufen. Hinten ist nichts. Ja, Levi. Du machst aber einen Fake-Shot, genau. Ah, hinten Sahne. Und Sahne! 1-0! Martin mit dem starken Linken. Meine Güte, Alter. So muss es doch langsam, so muss es doch gehen. Hier macht er stark und dann zack! An der Strafraumgrenze zieht er ab und der Ball ist zum 1-0 drin, Alter. Richtig komische Bewegung, aber naja. Einfach mal richtig, richtig gut. Levi müsste eigentlich mehr die Tore schießen und nicht unsere defensive Mittelfeldspieler, sondern unsere Stürmer da vorne müssen die Tore machen. Benchop im Abseits. 61. Spielminute. 1-0 Bayern. Rode macht jetzt hier den Freistoß, okay. Keine Ahnung, warum er den jetzt ausgewählt hat. Ja. Und jetzt sagt, komm, Robin. Ein. Der war nicht im Aus, der Ball. Der Ball ist nicht im Aus gewesen. So. Robin. Robin ist dafür bekannt. Robin. Schickt. Mario Götze! Den muss er doch machen, der Mario. Mann, Mario, was ist denn los bei dir? Der Radler da hinten, der... Alter, Philipp. Wenn es Philipp... Nee, es war nicht Philipp. Es war Bartstuber. Es war der Holger. So, schauen wir mal. Ah, komm. So, und jetzt läuft Mandzukic und auf Robin, komm. Da, ich will immer wieder nach außen, der Robin. Oh, und der kommt da fast mit Glück durch. Komm, 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 komm. Irgendwie. Na, dann halt nicht. Mir juckt das Ohr. Irgendwie fühlt sich der Komor, keine Ahnung, auch ganz gut an. Ja, Komor vielleicht mal. Warte mal, stellen wir mal einen schnellen Komor hinten in den Flügel rein und dann packt man eine Ribéry auf den Flügel. Und dann den David Alaba für Rode. Weil einfach einen guten Linken hat, der Alaba. Und jetzt auch mal als ZDM eingewechselt wird einfach. Das, was ja in Real Life, glaube ich, nicht so passieren würde. Dass der Alaba dabei ist, ZDM spielt einfach. Komm, komm, Robin. Ah, Götze, was machst du denn? Du musst da schon da stehen, da wo der Ball hinkommt irgendwie. Muss mal hier den Weg ein bisschen zumachen. Was du denkst, wo der Ball hinkommt, na, Rode macht das nicht schlecht. Er hat halt antizipiert.
Aber jetzt haben die Hannoveraner den Ballbesitz, Alter. Und dann kriegst du ihn halt gar nicht einfach. Was echt komisch ist, Alter. Hannover hat doch kein. Hat doch keine. Alter, die haben doch alle keine Ballbewohner von 99, Mann, Alter. So, und jetzt kommt Süle mal hier. Komm, Süle Power. Es gibt Süle Power, Alter. Komm her. Dann halt nicht, dann kommt halt Robben Power, Mann. Ey, komm. Ich wollte schon sagen, das war doch ein Foul. Wir haben aber noch einen Freischuss-Spezialisten da. Und das ist David Alaba. Der, was gerade eingewechselt wurde, den lassen wir so mal schießen hier. Erste Ballaktion, David Alaba. David Alaba, erste Ballaktion von David Alaba. Direkt einen Traumfreistoß rausgehauen. So sieht's aus, so muss es doch sein. Wenn du einen Curved machst, ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt, Curved oder so, weil er angeschnitten ja ist. Ja, wenn du so einen machst, dann brauchst du nicht viel Kraft, dann brauchst du mehr Effet und Freischusspräzision. Und die hat Alaba einfach. Und das ist einfach, was man so braucht. Erst recht, wenn man so einen Freischuss aus der Position bekommt, die was einfach nur traumhaft ist. 2-0, so sieht's aus. Jetzt müssen wir hinten aufpassen, Klausel. Okay. Okay. Sané. Hei, der defensive Mann von Hannover 96 2-1. So. Jetzt haben wir ein Ergebnis, was ich gesagt habe schon mal. Was ich eigentlich nicht haben will. Jetzt haben wir 4 Gegentore schon kassiert. Das ist ja mal. Alter. La Alaba, Alter, Götze, Mann, ey, was machst du denn? Er hat gesagt, Götze war das ja nicht, der Alaba, aber der Alaba ist ein bisschen dunkler, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen, ohne rassistisch zu klingen. Come on, der macht das eigentlich. Er war bis jetzt noch nicht wirklich am Ball, aber. Levi. Alaba. So, die ersten richtigen Ballaktionen. Nach dem Freistoß und. Come on, trifft den Ball da nicht richtig. Schade. Jetzt gibt es hier die Wechsel, die 9 geht raus. Die 9 kommt, die 10 geht raus. Arthur Sobiech oder Sobich. Süle. Wir müssen halt echt hinten aufpassen. Und weg damit mit dem Ball. 2 Minuten gibt's oben drauf. 1 Minute davon ist schon um. Ja, die antizipieren einfach nicht. Jetzt hat mal. Es ist vorbei. Wir gewinnen dieses Spiel gegen Hannover 96 mit 2-1 mit unserer B11, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch nicht die wirkliche B11, weil Lahm ist dabei, Robben war dabei. Ja. Hier sehen wir es. Warum? Eine Spezialbewegung nach außen, oder? Ja, natürlich ist eine Spezialbewegung nach außen gewesen. Selef Sané macht hier Selef Sané. Er wird Sané ausgesprochen, glaube ich sogar. Und er wird hier Leroy Sané ausgesprochen. Und hier macht er das Tor. Aber dieser Freischuss war einfach traumhaft, ey. Schauen wir mal hier an. Schon hier so, zack. Der war wunderschön geschossen. Hier, zack. Nichts zu halten für einen Radler. Ja. Und so sieht's auch aus. Für einen Radler. Ja, und wir waren aber dann doch noch die bessere Mannschaft dann auf einmal. Ah, war echt nicht so schlecht dann auf einmal noch. Ja. So muss es doch aussehen. Nächstes Spiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Okay. Ich werde jetzt nochmal so eine kleine Testfahrt dann mitmachen. Wie auch bei der, was war denn das jetzt nochmal? Bei der Legendenkarrieremodus, da habe ich ja auch einen kleinen Test gemacht, ob das gut ankommt bei euch. Und da hat auch keiner wirklich was runtergeschrieben, was ich ein bisschen schade fand. Ja. Da haben wir nichts da. Da hat Dragovic, Mann, mit 15 Jahren durchsetzen gilt ein bisschen. Mehr Ausdauer braucht er. Auch wenn er sowieso nicht mehr eingesetzt wird, glaube ich sogar. Im Let's Play ist er so
ein Beispiel. Ja? Aber naja. Und deswegen würde ich jetzt auch einfach mal sagen, Leute, wir sehen uns morgen bei einem weiter anderen FIFA-Video. Ja, ich muss jetzt noch Harry Kane mal richtig weitermachen und dann wird es da auch mal wieder weitergehen. Da ist ja nicht mehr viel. Thiago will weg, keine Ahnung, okay. Achso, warum eigentlich? Achso, okay. Er will ja nicht fürs Rumsitzen bezahlt werden, deswegen werde ich ihn jetzt auch mal dann gegen Ajax spielen lassen, weil sonst meckern sie halt immer alle so rum und so weiter, ja, und das werde ich jetzt auch öfter mal ein bisschen mehr wechseln. Aber naja, Leute, lasst einfach mal eine positive Wertung da, teilt dieses Video, wenn ihr noch mehr Leute sehen wollt, mehr Leute haben wollt, hier auf diesem Kanal vielleicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und dann werde ich sagen, haut rein, wir sehen uns wirklich morgen jetzt, halt, und tschüss.